hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Und nein, auch wenn hier die Ausfahrt Günzburg ist, wir sehen uns nicht das Legoland an. Wir fahren da wie alle Jahre wieder immer mal wieder schön dran vorbei. Und ja, es gibt leider für euch kein Legoland. Dafür sind wir aber auf dem Weg in Richtung München. Und da gibt es vielleicht noch das ein oder andere Ziel, was wir dann in diesem Vlog besuchen werden. Das tun wir allerdings noch nicht heute. Und wahrscheinlich auch nicht morgen, so wie das wettermäßig aussieht, aber eventuell übermorgen. Und wo es da genau hingeht, ja, das seht ihr in den nächsten Takes. Und jetzt sind wir dann endlich an dem Punkt, den ich letztens schon beschrieben hatte. Und zwar, ja, wo könnten wir denn hier noch gelandet sein? Natürlich auf der Wiesn. Wir hatten vorher zwar noch ein paar andere Dinge geplant, aber die sind leider dem Regenwetter zum Opfer gefallen. Wir waren zwar in Passau, da hätten wir auch noch die Passauer Herbstduld mitnehmen können, aber das hat leider nicht ganz gepasst. Und dann seht ihr einfach jetzt so vorher noch ein paar Impressionen von da. Und ja, wir wollten eigentlich auch zum Bayernpark, aber der ist auch dem Regen zum Opfer gefallen. Aber jetzt bekommt er halt immerhin noch die Wiesn. Und vielleicht gibt es morgen noch was anderes, aber das scheint so, als würde das auch dem Regenwetter zum Opfer fallen. Aber zuerst mal halt, wie gesagt, genießt noch ein bisschen hier die Münchner Wiesn, das Oktoberfest. Und ja, da gibt es jetzt ein paar Impressionen. Erstmal nach oben, so, ein bisschen nach höher, bisschen höher, höher, bisschen höher, noch höher, noch höher, hallo, bisschen höher. Der Kevin hat's kaputt gemacht, na toll, super, und ich wollte gerade auf meinen heißgeliebten Voodoo-Jumper und jetzt ist er kaputt. Kevin, so geht das nicht. So, tut's wieder. Leute, ich hab einen mega tollen Vorschlag. Damit fahren wir jetzt extra lange, oder? Ja, hallo. So, Leute, alles auf heute, dann würde ich sagen, herzlich willkommen am Morgen. Wir schauen durch hier, herzlich willkommen, ab geht die Maschine. Engine an, das soll schön, schön, wir feiern da, 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 da. Wir sind wieder im Hotel angekommen, wie man sieht.
Ja, wir waren jetzt auch nicht mehr allzu lange auf der Wiesn. Wir sind irgendwann so gegen 5 Uhr, glaube ich, oder 5:30 oder so weg gewesen. Und ja, wir hatten eine richtig gute Zeit, war richtig schön auf der Wiesn. Wetter war auch super, ist komplett trocken geblieben. Es hat hier und da mal so 2-3 Tropfen gegeben, aber ansonsten ja, eigentlich richtig cooles Wetter gewesen. Zwar leicht bewölkt, aber insgesamt richtig cool. Und das Einzige, was nicht so dolle war, ja, wir haben es verpasst. Wir haben die Nathalie und den Matthias leider Gottes verpasst. Die waren nämlich später auch nochmal auf der Wiesn, aber da waren wir schon weg, weil ja, wir waren ursprünglich ja hier auch zu einem Familienbesuch und dementsprechend haben wir dann hier auch noch ein paar andere Sachen gemacht. Und da waren wir dann leider nicht mehr da. Sprich, wir kommen jetzt gerade so vom Essen und aus dem Kino. Da waren wir nämlich jetzt noch bis eben. Und ja, jetzt sind wir halt wieder im Hotel angekommen, aber insgesamt halt wirklich ein schöner Tag gewesen, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bin zwar nur den Voodoo Jumper gefahren, aber ja, so ist es halt und ist ja auch nicht so dramatisch. Die meisten Attraktionen kenne ich und ja, ist halt auch ein bisschen teurer und wir haben halt mehr Geld fürs Essen und so weiter auf der Wiese ausgegeben und weniger halt für Fahrten. Aber gut. Nicht so schlimm. Ich bin trotzdem glücklich gewesen, weil Voodoo Jumper und in dem Sinne, ja, war es das jetzt von diesem kleinen Eintrag hier aus München. Wir überlegen uns nämlich jetzt noch, was wir jetzt morgen wirklich machen. Ob wir morgen noch woanders hinfahren, ob wir vielleicht nochmal auf die Wiesn fahren oder ob wir direkt wieder nach Hause fahren und da dann noch ja, eine kleine Kirmes besuchen. Wir wissen es noch nicht und deswegen kann ich aktuell noch überhaupt nicht sagen, wie der Vlog weitergeht oder ob der Vlog dann hiermit dann auch zu Ende ist und unsere Tour zu Ende ist. Und in dem Sinne sage ich vorsichtshalber schon mal tschüss und ja, falls wir uns wiedersehen, vielleicht bis zum nächsten Tag. Jo, nächster Tag. Wir sind inzwischen nach circa 6 Stunden wieder zu Hause angekommen. Und natürlich, ja, wenn schon zu Hause Kirmes ist, dann gehen wir auch direkt auf eine Kirmes. Und schaut mal, wie wir da noch gefunden haben. Hammerbär. Ja, der Marco. Der Marco. Ja, schöne Menschen sind da. Juhu, endlich kann der Vlog was werden. Endlich wieder zusammen. Ja, genau. Nach ganz vielen Vlogs, die jetzt irgendwann alle kommen werden. Ohne euch kommen werden. Obwohl es gerade mal 2 Wochen waren, aber mindestens 10 Vlogs kommen werden. Hast du einfach nicht Bescheid gesagt, dass du weg bist? Ja, furchtbar. So eine Schweinerei. Versteht sich überhaupt jemand hier? Weiß doch nie Bescheid, wo du bist. Ja, also jetzt bin ich wieder zu Hause. Hier, da wo ich hingehöre. Wenn ich mich umgucke, gehöre ich hier wirklich hin, weil hier sind nur unterwegs. Ich möchte das jetzt nicht weiter vertiefen. Ja, auf jeden Fall, das Wetter ist gut, es ist trocken geworden, weil eben hat es noch die ganze Zeit geregnet. Und jetzt gehen wir hier anscheinend zuerst mal auf den Commander, weil der Kevin macht sich schon fertig, hat seinen Schlitz-BH angezogen und ich ziehe dann auch meine noch an und ja, dann geht's los. Festhalten. Ich bin gerade ein bisschen schummrig und warum, das erzählt euch jetzt die Bibi. Der hat sich überschlagen. Der hat einfach sich überschlagen. Der war mega geil. Der war nein, geil. Ich Hammer. Für kleine Leute ist das Ding feier. 5 Schläge hier. Bitte in den Sitz. Aber die Fahrt war gut. Und die Sitze, wie bei den Shaker, wie heißt der noch mit dem Shaker? Das erzählt sie euch bei ihr im hier. Die Sitze beim Shaker und die Fahrt hier. Das ist das Gleiche. Aber ich bin da bei dem anderen nicht so. Das ist das Gleiche. Aber ich bin da nicht so.
Gut wieder. Das ist beides ein Mondial. Das ist beides das gleiche. Danke. Nein, die Fahrt war mega. Mega, 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 mega. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wo oben und unten ist. Wir kommen gerade von da. Mit Monster! Mit Monster! Ja, vom Big Monster, Kramayer. Und ja, eine gute Fahrt gewesen. Halt für den Big Monster auf jeden Fall eine bessere Fahrt gewesen und hat Spaß gemacht, auch wenn sie ziemlich kurz war. Die Vivi ist ein bisschen enttäuscht. Ich fand sie cool, aber zu kurz. Oh, oh. Ja, ach übrigens, ja, ich weiß, ich muss mich rasieren, aber mein neuer Scherkopf kommt erst morgen. Tut mir leid. Hast du kein Amazon Prime? Doch, deswegen, ich hab's ja heute bestellt. Ah, okay. Sorry. Aber ja, wir waren dann jetzt gerade auf dem Big Monster nochmal. Und jetzt gehen wir wahrscheinlich in Richtung nach Hause. Oder so. Wohin? Oh, der Kevin ist ganz entsetzt, wenn er nach Hause hört. Hunger. Essen. Ganz wenig gegessen hat die Frau. Ich habe das wirklich. Der Markus ist auch hier und die Irene. So, und gegenüber wurde von Essen gesprochen und da muss ich einfach mal vloggen, weil wenn die Vivi in der Nähe ist, dann muss ich ja irgendwie was zum Thema Essen auch mal beitragen, ne? Ja, genau. Genau, sonst gibt es einen bösen Finger. Wenn die Vivi nicht da ist, darf ich nicht über Essen vloggen. Und das habe ich ja auch in den letzten Wochen nicht getan. Also die letzten 10 Vlogs sind alle immer ohne Essen ausgekommen. Aber der Vlog muss jetzt wieder mit Essen sein. Es gibt endlich Essen und die Vivi, die freut sich aufs Essen. Ja, Hammer. Die Vivi hat eine Pizza, eine kleine Pizza bestellt, extra eine kleine nur. Der Kevin hat einen kleinen Salat bestellt. Die Irene hat eine wirklich kleine Nudelportion bekommen, Pasta. Und ich habe auch eine ganz kleine Pizza. Und jetzt essen wir. Und das muss ich euch jetzt nicht zeigen, wie ich esse. Ihr habt ja schon gesehen, wie Vivi isst. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie ich esse. Tschüss! So, wir sind fertig mit Essen. Sind alle mega satt und auch so langsam alle mega müde. Und jetzt machen wir uns dann hier auf, weil die Vivi, die muss morgen wieder sehr, sehr früh raus. Und in dem Sinne verabschieden wir uns dann jetzt alle hier aus diesem Vlog. Aber ihr seht die Vivi auf jeden Fall schon sehr, sehr bald wieder. Tun wir das? Ja, tun wir. Hammer. Hammer. Ja, hallo! Ja, hallo auch in diesem Vlog. Und ach, das ist hier ganz kurios. Hier kommen auf einmal Leute um die Ecke. Und deswegen, nach dem Intro geht's weiter. Ich muss jetzt erstmal Leute begrüßen. Tschö! Der Typ labert nur Scheiße. Stimmt, deswegen bin ich auch auf YouTube. Also, Intro und dann geht's weiter. Und damit
dann jetzt wirklich herzlich willkommen aus diesem neuen, wunderschönen, schnuckligen Vlog. Ja, wir sind im Phantasialand, ihr habt es schon erraten. Und ja, wir haben jetzt schon ein paar Leutchen aufgegabelt, denn heute Abend ist ERT. Und wir haben inzwischen schon 16 Uhr, so Pi mal Daumen. Und wir gehen aber jetzt erstmal in Richtung Vinyas, nehmen da unseren Quickpass und ja, dann drehen wir da mal ein Ründchen. Und ja. Markus nutzt übrigens seinen Quickpass, obwohl er gar nicht für Quickpässe ist. Das ist so eine Fehlmeinung. Moment, ich bin nicht für Quickpässe, allerdings ist das hier ein Gruppenzwang. Die anderen wollen in die Richtung. Ich wollte eigentlich zur Mamba, meine heißgeliebte Mamba fahren. Du machst dich gerade lächerlich. Nein, ich mache mich nicht lächerlich. Also, um das klarzustellen, wir haben dann den Quickpass doch nicht genutzt, weil ja, 0 Minuten angeschlagen waren. Im Endeffekt waren es 5 Minuten. Also, wir haben dann jetzt trotzdem ein Ründchen ohne Quickpass gemacht. Also, so wie ich das gerne hätte. Und übrigens, wir haben ja schönes Wetter, ne? Ja. Achso, und wir haben bald Weihnachten, wie man im Hintergrund sieht. Aber nochmal auf das schöne Wetter zurückkommen. Schöne Menschen! Was hast du denn hier? Auch wieder hier? Keine Ahnung, ja, ich weiß auch nicht. Wintertraum, ne? Hammer! Freust du dich auch schon auf den Wintertraum? Ich freue mich total auf den Wintertraum. Leute, genießt doch erstmal alle den Sommer. Ist ja furchtbar. Ihr alle mit eurem scheiß Wintertraum. Meine Güte. Furchtbar. So, aber wir gehen jetzt in Richtung... Ja, und während die Vivi quatscht, wir gehen einfach mal in Richtung Mamba. Wir wollen ein bisschen Action haben. Wir gehen in Richtung Mamba. Tschüss. Ja, wir sitzen hier gerade auf dem Kaiserplatz und hier wird fleißig gegessen. Der Kevin isst eine Currywurst ohne Currypulver und mit nur einer Soße und die Vivi, die isst eine lauwarme Pommes. Mamba, super lecker hier. Stellt euch Dampf vor. Und der Moritz, der isst eine Wurst. Ohne Curry und Pulver und Soße. War kein wahres Gefühl mehr da. So, und nachdem die Jungs und Mädels was gegessen haben, wird schon wieder gegessen. Ist ja klar, ne? Wenn Vivi in der Nähe ist, ist das Thema Essen wichtig. Aber wenn ich in der Nähe bin, sind Churros wichtig. Und deswegen gibt es jetzt Churros. Und ich habe Churros, Irene hat Churros. Ich habe keine Churros. Nee, alle haben Churros. Du hast auch einen. Achso, ja, danke. Jetzt habe ich auch einen. Und der Moritz hat auch ganz versaute Churros. Na, andersrum. Das gehört zum Phantasialand dazu. Das sind die speziellen Tittle-Tattle-Tree-Churros. Ja, für Insider. Oh. Und ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein, weil ansonsten habe ich keinen Hunger mehr. Ja, und ja, wir essen jetzt noch was und dann warten wir auf die ERT und dann melde ich mich gleich vielleicht nach der ERT nochmal wieder, wenn wir ganz, ganz auf Taron gefahren sind. So, also wir beginnen dann erstmal mit Raik, weil Taron läuft noch nicht so ganz. Und deswegen starten wir mal mit Raik. Es reicht. Und der Carsten ist auch da. So, und nach einer Doppelfahrt Raik geht es dann jetzt in Richtung Taron, weil Taron läuft jetzt auch wieder mit Menschen drin. Und dann haben wir jetzt Spaß auf Taron. Juhu! Hoffentlich. Woo. Na, rappelt gar nicht. So, wir sind wieder in Scheinertown angekommen, sprich das war's mit der ERT auf Taron. War ein bisschen voller heute, aber wir haben trotzdem einige Fahrten geschafft, keine Ahnung, wie viel waren es? 7, 8, 9, 10 oder so. Und ja, war auf jeden Fall sehr, sehr schön, sehr, sehr Hammer. Nice. Und die anderen, die Hammer. Sind auch alle glücklich und zufrieden hier. Hammer. Das ist der neue. Sehr, sehr glücklich und zufrieden. Und ja, wir machen uns jetzt hier vom Acker und das soll es dann gewesen sein. Und ja, deswegen bis zum nächsten Take, wo auch immer der sein wird. Wahrscheinlich auf einer Kirmes. Nee. Doch. Versteht man mich? Nein, man versteht mich wahrscheinlich eh nicht. Und andere Leute, die verstehen das Prinzip, wenn ich die Kamera auf mich richte, auch nicht so ganz, glaube ich. Weil sie sich alle jetzt gerade hinter der Kamera ducken, obwohl ich mich filme und da duckt man. Sehr geil. Ja, also... wie gesagt, wir sind dann jetzt hier auf einer Kirmes und zwar in Hahn, auf der Hahner Kirmes. Und ja, wir stehen hier gerade gegenüber von Willi der Wurm, sind gerade eben schon mal die große Geisterbahn von Schütze gefahren. Und es ist voll. Es ist Sonntagabend und es ist sehr, sehr voll. Deswegen werde ich wahrscheinlich nicht allzu viele Aufnahmen mitbringen und hier nur ein kurzer Zwischenbericht. Wir sind in Hahn gelandet und vielleicht melde ich mich gleich nochmal wieder. Ja, wie ihr seht, wir sind auf dem Riesenrad gelandet. Juhu. Wir haben dann jetzt noch so eine Dreiviertelründchen über die Kirmes gedreht und es ist wirklich sehr, sehr voll. Vorher war man dann noch kurz auf dem Musikexpress von Schneider. Ja, Fahrt war zwar ganz okay, aber eher gemächlich. Naja, schade aber auch. Und um dann ein bisschen Action zu genießen, wollten wir eigentlich auf den Blackout. Der befindet sich irgendwo da an der Stelle. Ja. Ein Satz mit X, das war wohl nichts. Darauf müssten wir nämlich jetzt noch 2 Stündchen warten, denn ich weiß nicht, wie sie es hinbekommen haben. Aber aufgrund eines Planungsfehlers haben die tatsächlich Blackout und Alpha 1 direkt nebeneinander gesetzt.
Und ja, das könnte blaue Flecke geben während der Fahrt, wenn man die zusammen betreibt. Und genau aus eben diesem Grunde wird nicht zusammen betrieben. Schade. Und das heißt, jetzt aktuell steht der Blackout da unten still. Alpha 1 fährt. Und ja, schade. Oder auch Glück für mich. Ich weiß noch nicht so genau. Firma Schäfer. Hallo? Noch nicht mal aus dem ersten Gang rausgekommen, das Teil hier. Also beim Commander hatte ich vor nicht mal 5 Tagen 22 Überschläge und hier nicht einen einzigen. Ich bin tief enttäuscht. Und dafür 3,50 Euro? Oder sind die hier in Hahn alle Weicheier? Ich verstehe es nicht. Wir sind dann wieder zu Hause und ich habe mich zwischendurch gar nicht mehr gemeldet. Shame over me. Habe ich total vergessen. Ja, nach der sehr enttäuschenden Fahrt auf dem Shake and Roll sind wir dann noch so einmal ganz kurz, weil ich unbedingt auf Octopussy wollte, nochmal auf Octopussy gegangen. Die Fahrt hat dagegen wieder viel, viel Spaß gemacht. Und ja, dann haben wir noch so ein Ründchen über die Kirmes gedreht. Teile aus unserer Gruppe, möchte ich mal sagen, wollten auf Blackout und ihr habt es ja eben schon mitbekommen, Blackout verträgt sich nicht, wenn Alpha 1 läuft. Und das hieß, da musste man halt dann ein wenig warten, sprich wir mussten noch ein gutes Stündchen dann rumkriegen, bis Blackout dann auch wieder lief. We'll be right back.
Blackout auf jeden Fall richtig, richtig geil. Also definitiv das Highlight im Gegensatz zum Shake and Roll. Ja, dazu äußere ich mich aber jetzt auch gar nicht mehr. Aber Blackout ist auf jeden Fall ein richtig cooles Teil. Hat mir viel Spaß gemacht, drückt ganz ordentlich und ja, auf jeden Fall eine richtig coole Maschine und da gehe ich bestimmt irgendwann, wenn er dann mal wieder in der Gegend auftaucht, bestimmt nochmal drauf. Ja, und das soll es dann jetzt wirklich von diesem Vlog hier gewesen sein. Ich verabschiede mich von euch, wünsche euch wie immer noch viel Spaß auf YouTube und sage tschüss, bis zum nächsten Video bei Emmy Pictures Freizeitpark TV.